180 Jahre alt werden? Heute beschäftige ich mich mit der Frage, kann ich 180 Jahre alt werden mit Hilfe von Infrarotsauna? Ja, das Thema Infrarotsauna ist für mich ein unglaubliches Thema. Wenn du dir Superman anguckst, der kriegt seine Kraft durch die Sonne. Und Infrarotsauna hat so viele verschiedene Wirkungen. Und warum ich mir am 27.07. endlich eine Infrarotsauna mit nach Hause hole, ist eigentlich vier wichtige Dinge. Wenn du dir den Vorteil von Infrarotsauna anguckst, ist der erste Vorteil, dass wenn du abends nach Hause kommst und du hattest Stress, du warst in der Arbeit und fühlst dich schlapp und dein Körper kommt noch nicht runter, dann ist Lichttherapie eines der wichtigsten Dinge, die du tun kannst. Und Infrarotlicht ist ein so mächtiges Tool, was Gehirnleistung anbetrifft, was Hormonregulation anbetrifft. Und abends, nachdem du nach Hause gekommen bist und du fühlst dich schlapp, 15 bis 30 Minuten Infrarotsauna bewirkt, sage ich mal, dass dein ganzer Hormonstatus wieder in Gleichgewicht kommt, dass du dich vorbereitest auf einen guten, erholsamen Schlaf und dass du wieder Energie bekommst. Also das ist der erste Punkt. Stress abbauen durch Infrarotsauna. Ein wichtiger Punkt, warum ich mir die Infrarotsauna geholt habe. Der zweite Punkt ist, wir haben durch unsere Nahrung, durch unsere Umwelt so viele Giftstoffe, Schwermetalle, verschiedene Dinge, die wir einlagern im Körper. Und die ist auch, sage ich mal, relativ nah an der Haut, in unserem Fettgewebe drin. Normale Sauna kennt ja jeder, da schwitzt du die Sachen raus, aber meistens nur Kochsalz. Der Vorteil bei der Infrarotsauna ist, die geht circa 4 cm in die Haut rein und holt Dinge raus, die du über eine normale Sauna nicht hinbekommst. Das heißt, um Gift zu entgiften, ist das eine perfekte Geschichte. Ja, der dritte Punkt, warum Infrarotsauna für mich ein Thema ist, ich habe häufig das Problem, dass wenn ich mal Sport gemacht habe, dass meine Muskulatur nicht so schnell regeneriert, dass ich Muskelkater bekomme. Und als ich mit einem guten Freund gesprochen habe, der sehr viel Tennis spielt, hat er mir davon erzählt, dass er abends nach dem Tennis einfach die Infrarotsauna anmacht und dadurch seine Schmerzen an Muskulatur am nächsten Tag auf ein Minimum reduziert ist, bis gar nicht mehr vorhanden. Das heißt, für mich ist es erstens für die Muskulatur dann wichtig und zweitens, dass ich das schneller regeneriere. Und der vierte Punkt, der für mich eigentlich auch noch entscheidend war, ist die Gehirnleistung. Es wurde gezeigt, dass verschiedene Spektren von Licht deine Gehirnleistung verbessern, dass deine Sprachentwicklung, wenn du Sprachen lernen möchtest, einfach wesentlich beschleunigt. Das heißt, wenn du schlauer werden willst, und das ist bei mir auf jeden Fall der Fall, dann ist Infrarotsauna ein heißer Tipp. Ja, und der fünfte Punkt, warum Infrarotsauna für mich einfach ein Thema ist, was ich jetzt austesten will, langfristig, ist, ja, dass deine Anti-Aging-Funktion von diesem welligen Licht erstens die Haut, das Kollagen beeinflusst, aber auch innerlich, sage ich mal, deine ganzen Regularien, deine ganzen Neurotransmitter und Hormone wieder in ein Gleichgewicht bringt. Und ja, deswegen schaffe ich mir jetzt die Infrarotsauna an. Und wenn du dazu Fragen hast oder wenn du dann im Endeffekt Fragen hast, wenn du das gesehen hast und auch meine Erfahrungen wissen willst, dann schau dir auf jeden Fall die Videos an, die folgen. Und ja, ich hatte ja gesagt, Schwermetalle ausleiten, Giftstoffe ausleiten, kannst du damit sehr, sehr gut machen. Mit Jod, ja, kannst du das auch sehr gut. Und deswegen mache ich noch ein Video zu Jod, das kannst du hier gleich anklicken und das sind auch nochmal spannende Tipps dazu.